Hallo, liebe X32 M32 User, ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Videotutorial von mir. Bitte entschuldigt meine Stimme, da ich zurzeit ein bisschen erkältet bin, hört die sich nicht ganz so sauber an wie sonst. Wir beschäftigen uns heute mit dem Noise Gate. Das Noise Gate findet ihr auf eurer Konsole oben, genau dort, wo auch dieser Config, Equalizer und der Kompressor ist. Ja, es steht oben dran Gate. Daran könnt ihr es finden. Und was das ist und wie das funktioniert, werde ich euch jetzt erklären. Was ist ein Noise Gate? Ein Noise Gate ist im Prinzip, kann man sich vorstellen, wie eine Tür. Sagen wir mal, ich habe jetzt hier auf dem ersten Kanal, habe ich ein Mikrofon laufen. Und ja, neben dem Mikrofonsprecher steht, keine Ahnung, wie jetzt bei mir hier im Studio steht zum Beispiel ein Laptop neben mir. Am Laptop läuft ein Lüfter und jedes Mal, wenn ich jetzt nicht sprechen würde, dann würdet ihr das laute Brummen von dem Lüfter hören. Um genau das zum Beispiel zu vermeiden, kann ich ein Noise Gate nutzen. Das Noise Gate kann man sich jetzt vorstellen wie eine Tür. Sobald ich spreche, ist diese Tür auf und sobald ich nicht mehr spreche, ist diese Tür zu. Beim Türschließen im Prinzip macht das Noise Gate nichts anderes wie diesen Fader auf einen von mir gewünschten Wert absenken. Das heißt, jetzt spreche ich zu euch. Der Fader ist oben. Höre ich auf zu sprechen, senkt er den Fader ab. Fange ich wieder an zu sprechen, geht der Fader wieder hoch. Also da bewegt sich jetzt nicht der Fader hoch und runter, aber das ist im Prinzip das, was das Noise Gate macht. Ja, auch bei dem Mikrofon, das ich jetzt gerade nutze, habe ich so ein Noise Gate eingestellt. Ich zeige euch das mal kurz. Ihr könnt jetzt hier oben am Display, beziehungsweise die Softwareanzeige lege ich euch nochmal in groß in das Video rein, könnt ihr jetzt hier links diesen Level-Input sehen. Das ist der gleiche Level-Input, den ich auch hier und hier oben bei meinem Config-Bereich sehe. Da ist er ein bisschen genauer. Das heißt, das ist der Pegel, der gerade an meinem Kanal anliegt. So, dann habt ihr hier einen großen Poti. Für was ist dieser Poti da? Dieser Poti ist der Threshold Poti. Das heißt, alles was unter diesem von mir eingestellten Wert ist, alles was leiser ist wie dieser eingestellte Wert, das wird abgesenkt. Ist hier oben gekennzeichnet durch Threshold minus 45,5 Dezibel. So, das heißt, alles was leiser ist, wie hier 45,5 Dezibel, das macht er aus. Die Range ist jetzt wie tief soll der Fader runtergehen. Man könnte jetzt zum Beispiel auch sagen, okay, in dem Moment, in dem ich nicht spreche, reicht es mir eigentlich, wenn er das 30 Dezibel absenkt. Ja, dann macht er halt einen kleineren Weg beim Absenken. 60 Dezibel ist, glaube ich, das Maximum, was geht. Genau, ja, das Maximum steht hier auch. Sobald dieses Gate etwas reduziert, sieht man das hier an diesem roten Balken. Und der wird mir auch im Prinzip hier auf diesem kleinen, auf dieser kleinen LED-Anzeige angezeigt und auch hier wird er mir angezeigt. Das ist also die Gain Reduction. Ja. Gut, welche Funktionen habe ich noch in diesem oder bei einem Gate? Ich kann bei einem Gate einstellen, wie lange es braucht, bis es meinen Wert absenkt und wie lange es nach dem Absenken immer noch das Ganze halten soll. Dann kann ich einstellen, wie es sich wieder öffnen soll. Und dafür sind diese drei Regler oder diese drei Potis hier gedacht. Das ist einmal Attack, Hold und Release. Ich kann jetzt zum Beispiel, man sieht es sehr schön, bei meiner Stimme. Nehmen wir doch einfach mal das als Beispiel. Ich werde jetzt hier mit der Maus bedienen, da ich das Pult für euch daneben stehen habe. Ihr könnt es aber auch hier oben über diese Potis regeln. Ich werde jetzt einfach mal Attack ganz extrem einstellen, Hold auf 0 und Release auf 0. Sobald ich jetzt zu euch spreche, hackt er das Signal einfach ab. Es kommt einem dann oft so vor, als wäre die Stimme sehr abgehackt. Ja? Und das kommt halt daher, dass diese Werte so für eine Stimme nicht unbedingt optimal eingestellt werden. Um das Ganze ein bisschen humaner zu gestalten, kann ich jetzt mit diesen Werten das Ganze so einstellen, dass es nicht auffällt, dass sich das Gate überhaupt schließt.
So, jetzt versuche ich mal einen Beweis zu finden für euch, dass das überhaupt aktiv ist. Ich halte das Gate mal kurz aus. Und reibe jetzt mal meine Hände. So, jetzt schalte ich das Gate an, mache das gleiche wieder. Jetzt schalte ich das Gate wieder aus. Und ihr hört's. Dafür, wie gesagt, um einfach Störgeräusche zu eliminieren, kann ich dieses Gate nutzen. Ich hoffe, man hat es ein kleines bisschen gehört und kann sich auch was darunter vorstellen. So, jetzt haben wir bei diesem Gate noch weitere Funktionen. Und zwar sieht man Keyfilter. Ja, was ist das? Also ich muss ehrlich zugeben, mir ist jetzt noch nichts eingefallen, wofür ich das für meine Zwecke brauche, aber es gibt mit Sicherheit viele Anwender, die genau sagen, ja, diese Funktion habe ich mir schon lange gewünscht, das ist genau das, was ich brauche für, keine Ahnung, fragt mich nicht was. Ich habe auf jeden Fall für euch was vorbereitet, und zwar ist das ein kurzes Stück von einem Track von mir, in dem man eine Kick hört, eine Snare hört, einen Synthesizer hört, eine Hi-Hat hört. Und ich werde euch einfach mal zeigen, was man mit dieser Keyfilter-Funktion machen könnte. Dafür habe ich auf Kanal 17, 18 bei mir, habe ich diesen Drumloop mal draufgeschickt. So, und ja, ich habe es natürlich schon aktiviert. Ich habe jetzt hier einfach mal alles auf 0 gestellt, den Threshold drehen wir auch mal auf 0 und jetzt werden wir diesen Keyfilter werden wir mal aktivieren. Ihr habt hier verschiedene Filtereinstellungen. Ihr könnt zum Beispiel sagen, alles was über einem von euch gewählten Wert ist, soll das Gate durchlassen, alles was darunter ist, soll es absenken. Oder ihr könnt zum Beispiel sagen, alles was unter einem von euch gewünschten Wert ist, soll das Gate durchlassen und alles was darüber ist, soll es wegschneiden. Ich habe mich jetzt mal dazu entschlossen, von diesem Loop, der sich ohne Gate so anhört, habe ich mich jetzt entschlossen, da einfach mal hinzugehen und die Hi-Hats, Snare und vielleicht ein kleines bisschen von dem Punch von der Kick durchzulassen. Ich mag praktisch nicht diese tieffrequenten Anteile davon haben. Gut, dafür selektiere ich meinen Kanal. Ich aktiviere mein Gate und Keyfilter haben wir schon aktiviert. Jetzt drehe ich diesen Threshold so lange runter, bis ich mal ein bisschen was von den oberen Frequenzen höre. Ganz klar, man sollte natürlich Mute deaktivieren. Es ist ein bisschen schwierig, wenn man hier vor sich Popschutzfilter, Mikrofon und alles stehen hat, dann sieht man das natürlich ein bisschen schlecht. So, nochmal. Ja, man hört jetzt hier, dass das schon ganz kleine Schnipsel sind. Und warum man die nicht hört, ist halt ganz einfach, weil Hold und Release, also weil das Gate praktisch direkt wieder schließt. Jetzt möchte ich aber, dass der das ein bisschen hält. Und ich möchte, dass das ein bisschen langsamer schließt. So, also so ungefähr könnte man das jetzt einstellen, um die hochfrequenten Anteile aus einem Loop oder von einem Instrument durchzulassen und alles, was darunter ist, wegzuschneiden. Ob das jetzt schön klingt oder nicht, sei mal dahingestellt, aber das ist die Funktion und das könnt ihr damit machen. Genau, ich nutze Gates halt meistens, wie gesagt, einfach um auf Vokalspuren im Zwischenraum, in dem nicht gesungen oder gesprochen wird, gewisse Dinge abzusenken oder halt auch, wenn Instrumente spielen, um da praktisch in der Pause einfach störfrequente Anteile abzusenken. Gut, ich hoffe, ihr habt das Gate verstanden. Im nächsten Teil gucken wir uns den Kompressor an und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß mit eurem Pult. Bis dann, ciao.